Ich habe Feuer gemacht. Sehr gut. Happy Birthday to you. NVIDIAs GeForce RTX 3090 wird 1 und wir gucken, was sich seitdem getan hat. 6 Jahre voller Antrieb und Emotionen. Macht mit und holt euch einige Geschenke zum Anlass unseres 6. Geburtstags. Ja, am 24. September 2020 ist hier rausgekommen, NVIDIAs dicke Bertha. Und da müsste man vielleicht mal Material aus dem anderen Video recyceln, das wir zum Launch gemacht haben. Boah. Das ist wirklich ein Klopper, das ist der Wahnsinn. Wir haben sie nämlich gewogen. Die Karte wiegt 2,15 Kilo circa und ist damit definitiv Rekordhalt. Also man kann damit definitiv schon seine Arme trainieren, wenn man sie, statt sie einzubauen zum Spielen, einfach hier zum Trainieren nimmt. Es ist wirklich die schwerste und dickste Grafikkarte, die wir da hatten. Und tatsächlich hat sie es geschafft, mit dieser massiven Erscheinung und dicken Leistung unter der Haube nach einem Jahr immer noch an der Leistungsspitze zu sein. Ich würde sagen, zur Feier des Tages gucken wir uns das mal an und überlegen auch so ein bisschen, ja, philosophieren ein bisschen darüber, hat sich das gelohnt, die zu kaufen oder nicht. Im September 2020 wusste man ja noch gar nicht, was macht AMD. Die RDNA2-Grafikkarten, die kamen ein bisschen später raus und da war sie dann da. Ne? Die 69 XT als krönender Abschluss des Jahres 2020. Hier haben wir ein Modell von Asus, also ein schönes Custom-Design. Ist fast genauso dick, aber nicht genauso schnell. Also die 69 XT hat es nicht geschafft, an die 3090 heranzukommen. Genaue Details zu den einzelnen Auflösungs-Leistungsverhältnissen und so weiter kommen wir gleich noch hin. Und dann war lange Ruhe, bis AMD zumindest für OEM-Rechner die Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled herausgebracht hat. Also wer sich einen Komplettrechner kauft, kann jetzt eine noch schnellere Radeon kaufen. Allerdings ist NVIDIAs Dickschiff hier immer noch schneller. Wer den Leistungsindex guckt bei uns, hat die Werte 100, also Leistungsindex 100% gegenüber 99,0 für die Liquid Cooled 69 XT. Die normale luftgekühlte 69 XT kommt nur, in Anführungszeichen, also wirklich eine sehr schnelle Grafikkarte, auf 93,3 Indexpunkte. All das bezogen auf klassische Rasterizing-Spiele, also kein Raytracing. Werfen wir mal einen Blick auf die Leistung. Das ist ja wieder immer wieder mit jedem neuen Spiel eine große Diskussion, welche Grafikkarte schneller ist. Manche Leute sagen, die R6900 XT ist schneller, sogar die 68 XT ist teilweise schneller. Nein, die 3080 ist schneller. Nein, die 3090 ist schneller. Die Wahrheit ist wie immer irgendwo in der Mitte. Und diese Mitte versuchen wir sehr aufwendig mit dem PCIe-Leistungsindex abzubilden. Und da drin sind 20 Spiele, also Rasterizing-Spiele ohne Raytracing in 4 verschiedenen Auflösungen. 4, ne? Nicht nur 3, wie waren das? Jedenfalls, lass uns mal gucken, wie das so ist aktuell. Ich habe nämlich die aktuellen Zahlen hier vorbereitet. Da sehen wir NVIDIAs Dickschiff ganz vorne. Ist, wie gesagt, die 100% Leistungsreferenz. Also alle anderen Grafikkarten ordnen sich entsprechend unter dieser Karte ein, prozentual, ne? Relativ. Die 69 XT in der Liquid Cooled Edition, die deutlich später rauskam, also erst vor ein paar Monaten, die ist bei 99,0. Kann also schon sagen, die ist gleich schnell. Dazu gleich mehr, wenn ich die Auflösung ein bisschen seziere. Die normale 69 XT erreicht nur 93,3%. Das heißt, die ist immer noch sehr schnell und auch in Teilen, in manchen Spielen, so schnell wie 3090, allerdings insgesamt definitiv langsamer. Ganz ehrlich, ich muss euch enttäuschen, liebe AMD-Fans, diese Karte ist langsamer, wenn man sie fair und zwar nicht mit 3 bis 4 AMD-Kirschen quasi behandelt, sondern über wirklich die ganze Spielepalette, die es so gibt oder die halt in den letzten Monaten erschienen ist. Die Auflösung ist definitiv ein wichtiger Punkt, abgesehen von der Spielauswahl. Wir gucken halt, dass wir verschiedene Spiele, verschiedene Gesinnungen abbilden und die Auflösung ist etwas, was immer wirkt. Dazu müsst ihr wissen, Ampere hat sehr viele FP32 Shader ALUs. NVIDIA hat ja gegenüber Turing die FP32 Einheiten verdoppelt. Die Integer Einheiten sind weggefallen, aber das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Wir haben also doppelt so viele Shader ALUs und die wollen gefüttert werden. Und das ist gar nicht so einfach. Der Chip kann sich selbst auslasten, also es gibt einen Scheduler, der guckt, dass die alle was zu tun haben. Man kann sich vorstellen, die Karte hat 10.496 fleißige Ameisen, die aber nicht alle in Päckchen zu tragen bekommen, wenn zu wenig Arbeit ansteht. Das heißt, niedrige Auflösung und einfache Spiele, sag ich mal, also mit kurzen Shadern, die nicht viel Arbeit brauchen, also leichte Pixel, fordern der Karte nichts ab und sie ist nicht besonders schnell, einfach weil nicht die Auslastung gegeben ist. So. AMD hingegen hat einen komplett anderen Ansatz, kann man sagen. Deswegen ist es auch gerade alles so spannend. Die 69 XT hier zum Beispiel hat ja den Vollausbau von RDNA 2, also Navi 21, mit nur, in Anführungszeichen, 5120 Shader-Alus. Allerdings hat diese Karte einen sehr großen Cache. Das heißt, sie hat einen großen Zwischenspeicher, da kann sie die wichtigsten Daten vorhalten.
und hat einen sauhohen Takt. Also diese Karte hier läuft normalerweise so mit, ja, ich sag mal 2,3 GHz, je nach Modell, vielleicht auch 2,4. Und die 3090 nur mit 1,8 oder vielleicht auch nur 1,7, je nach Last. Heißt, AMD hat immer Vorteile, wenn es darum geht, einfach möglichst schnell, möglichst wenig Arbeit zu stemmen. Das klingt jetzt negativer, als es ist, denn das Ding ist einfach ein bisschen, ich sag mal, robuster. Na, man gibt da einfach irgendwas, sie macht immer schnell, während Ampere, also der GA102, normalerweise viel Arbeit braucht, also schwere Arbeit, viele Pixel, komplexe Shader, damit sie ausgelastet wird und geil ist. Wir sind schon bei der Auslastung, deswegen würde ich sagen, wir schauen mal eben auf die, exemplarisch auf die Werte der 69 XT LC, also der schnellsten Radeon, gegen die 3090. Und da sieht man Folgendes. Wir haben hier den orangenen Balken. Ich hatte hier mal drauf, prozentual. Die 3090 ist die 100% und wir sehen, AMD ist schneller. Oh mein Gott. Ist genau das, was ich gesagt habe. In der bunten Spielauswahl, die wir haben, in Full HD, also mit einfacher Arbeit, kann sich die Ampere-Architektur nicht gut in Szene setzen. AMD kann das viel besser, weil sie profitieren stärker von SAM, also von Smart Access Memory, auf dem Ryzen oder einem entsprechend aktuellen Intel-System. Die Daten können also schnell geschaufelt werden, das läuft alles ratzfatz. Das kann Nvidia nicht so gut. Das ändert sich, wenn man die Auflösung erhöht. Die meisten Leute und der Kollege Manu hinter der Kamera, der empfiehlt ja auch schon seit Jahren den Sweet Spot WQHD, also 1440p. Diese Auflösung erfordert deutlich mehr Rechenleistung und dadurch kann sich hier die gute Wicke Bertha hier deutlich besser absetzen. Was passiert? Wir haben dieselben Spiele, Einstellungen und plötzlich sind die Karten gleich schnell. Passiert ganz einfach, hübscheres Bild, der Chip lässt sich besser aus und entsprechend prozentual besser. Wenn wir jetzt noch wechseln auf, sieht man da unten, WQHD, von WQHD auf Ultra-Wide QHD, das heißt 3440 x 1440 Pixel, ja, schönes breites Bild, cinematisch und so. Plötzlich passiert das hier, nämlich die 3090 ist die neue 100% Marke. Wird also relativ zur 690 XT immer schneller, welche nur noch 98% erreicht. Ja, und was passiert, wenn wir jetzt auf Ultra HD gehen, also das sind gute 8 Megapixel pro Bild, wirklich sehr viel Arbeit, haben wir plötzlich nur noch 95%, also die 690 XT LC erreicht nur noch 95% und die 3090 ist immer noch 100. Wenn ich jetzt auf 6K, 8K, whatever gehen würde, hätte die 3090 immer einen Vorteil und würde sich immer weiter absetzen und das kann ich auch ohne es zu testen sagen, weil es liegt einfach an der Hardware. Sie hat mehr Shader, sie hat mehr Speicher und ja, das ist ein guter Punkt, da muss man noch drauf eingehen. Sie hat, was das angeht, das robustere, die robuste Architektur. Den Cache hatte ich ja schon erwähnt. Also AMD hat hier in den RDNA 2 Chips den sogenannten Infinity Cache gebaut. Also der steckt da in der GPU drin. Das sind 128 MB bei den größten Chips, also bei Navi 21. Und da drin kann man die wichtigsten Daten packen. Das Problem an der Sache ist, je höher die Auflösung, desto weniger wichtige Daten passen da rein, weil die Daten größer werden. So, bedeutet, je höher die Auflösung ist, desto öfter muss Navi hier auf den Grafikspeicher zurückgreifen. Und der Grafikspeicher, der liegt ja hier auf der Platine rum, der ist im Verhältnis unfassbar langsam, also ein Viertel circa, im Vergleich zu dem Infinity Cache. So, der Transfer kostet Zeit und der Transfer kostet Energie. Und im Verhältnis, also Faktor 4 liegt zwischen Cache und Speicher, wird das sehr langsam. Das heißt, je mehr auf den Speicher zugegriffen wird und je höher die Auflösung ist, desto langsamer werden diese Karten. Dieses Problem, Anführungszeichen, das ist ja eigentlich ein Vorteil dieser Cache, hat die 3090 als noch Ampere-Vollausbau, also nicht Vollausbau, Dickschiff, nicht. Sie hat ja kein Cache, die hat nur 20 MB insgesamt im ganzen Chip vorhanden. Allerdings hat sie, und das ist auch das Problem, was der Karte so ihren Stromdurst beschert, hat aber einen enormen Vorteil, wenn es wirklich um hohe Leistung geht, unter anderem 4K oder höhere Auflösung. Die hatte hier 12 Gig und auf der Vorderseite nochmal 12 Gig. GDDR6X Speicher. Der ist saumäßig schnell, also im Verhältnis zu dem GDDR6X auf den AMD-Karten zum Beispiel oder auch auf einer 3070, ist der einfach immer schnell und bedeutet, wenn ein Transfer aus dem kleinen Cache in der GPU auf den Grafikspeicher stattfindet, kann sie einfach viel schneller ihre Daten kopieren. Sie hat auch mehr Speicher insgesamt, die 24 GB helfen allerdings in normalen Szenarien nicht. Es geht also wirklich um reine Geschwindigkeit, die hat ja fast 1 Terabyte pro Sekunde Transferrate. Und das hilft einfach in hohen Auflösungen. So viel zur Erklärung, weil es ist wichtig. Die Leute sagen immer, die und die ist schneller. Und da muss man wirklich sagen, guckt mal auf die Auflösung und guckt auf die Spiele. Das alles, was ich bisher gesagt habe, gilt eigentlich nur für Rasterizing. Also für 99,999% der Spiele ungefähr, könnte man sagen. Es gibt ja mittlerweile über 40 Raytracing-Spiele. Ne? Little known fact, können wir einen Link einblenden. Und wir haben da eine Liste, die wirklich auch aktuell gehalten wird. Und
Beim Raytracing ist es wieder vollkommen anders. Da ist diese Karte absolut ungeschlagen, ohne Zweifel. Da kann man schön reden, wie man will. Da kann man auch Kirschen selektieren. Die AMD-Karten sehen da kein Land, einfach weil Nvidia eine Generation weiter vorne ist. Das muss man einfach anerkennen. Das kann man kleinreden, aber es ist nun mal so. Nvidia hat da viel früher investiert, hat auch entsprechend Kritik abgekriegt, weil die Karten teuer waren und es keinen Mehrwert durch Raytracing gab. Es gab keine Spiele. Mittlerweile ist es aber anders. Es gibt, wie gesagt, Stand jetzt, 23. September, wo wir es aufnehmen, gibt es 41 Raytracing-Spiele, es kommen zig andere und da sind diese Karten aufgrund der Second-Gen-RTX quasi, sind einfach wirklich schnell. Liegt daran, viele Shader und weiterentwickelte Raytracing-Kerne, die alles Wichtige beschleunigen können. Gucken wir mal auf die Zahlen. Da haben wir auch einen Index, nämlich mit 10 Raytracing-Spielen repräsentativ ausgewählt im Frühjahr dieses Jahres. Und sehen wir schon hier Call of Duty Black Ops bis World of Warcraft Shadowlands. Ist alles dabei, so von wenig bis viel Anspruch. Und ich will euch da jetzt nicht mit allen Zahlen langweilen. Da können wir auch einen Link einblenden, wie das im Detail aussieht. Wichtig ist nur, was hier im Index steht. Das sind 10 Spiele in 4 Auflösungen ohne DLSS oder weiteres Upscaling mit maximalen Details. Und da sehen wir mit großem Abstand die 3090 vorne. Das Einzige, was rankommt, ist der andere dicke GA102, nämlich die 3080 Ti. Die erreicht immerhin noch gut 96% dieser Leistung. Aber wenn man da erstmal runterklettert und guckt, wo kommt die erste AMD? Ah, hier ist die erste AMD. Indexwert von der 690XT LC 77,4. Das ist definitiv abgeschlagen. Auch hier prozentual, das ist ja, 29%. Das ist schon ziemlich deutlich. Und man guckt, die normale luftgekühlte 690XT, die landet nur bei knapp 71. Und entsprechend ist die 3090 über 40% schneller. Wer Ende 2020 eine 3090 ergattern konnte zur UVP von 1490, hat vielleicht sich vorher die Zähneknirschen zugeschlagen und hat sich gedacht, mein Gott, in einem halben Jahr kommt die nächste Karte mit 48 Gig raus. Nee, ist nicht passiert. Die 3090 ist gut für alle Enthusiasten immer noch das Topmodell. Es wird wahrscheinlich bald eine 3090 Super geben mit gleich viel Speicher und nochmal ein bisschen mehr Shadern, also den Vollausbau, psychologisch wertvoll. Ansonsten ist diese Karte dann immer noch mit 3% Abstand auf Platz 2. Ist geil, super. Die 690XT hingegen ist trotzdem ein sehr gutes Produkt für alle, die vor allem sagen, hey, Raytracing, das brauche ich erst zur Next Gen, irgendwann 2022, 2023, so in dem Bereich. Und ich will vor allem ein bisschen günstiger zocken. Ich will gerüstet sein für normale Spiele mit 16 GB Speicher und hoher Rechenleistung und vor allem Full HD. Läuft alles super. Also im Endeffekt ist das wieder eine Budgetfrage. Man macht hier mit der Karte nichts falsch. Aber um mal eine Lanze zu brechen für dieses sehr, auf den ersten Blick sehr überteuerte Produkt, sie ist ein Jahr alt und ist quasi nicht gealtert. Man sieht quasi keine Falten, nicht so wie bei mir. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn nicht, sagt es uns. Ihr dürft uns auch gerne flamen. Allerdings, guckt euch vorher die Fakten an. Ich habe sie gerade ausgebreitet. Und ja, bis zum nächsten Mal.